Hallo liebe Videofreunde, ich bin gestern hier gut in Ueckermünde angekommen und muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Stellplatz, ist auch sehr schön gelegen, ruhig, direkt an der Öcker, sehr stadtnah und auch an der Mole kann man hier gut spazieren gehen, also alles bestens, Fähr- und Entsorgung gibt es auch, aber leider kein Wasser. Und mit Wasser muss man wirklich sehr, sehr haushalten, wenn man unterwegs ist, weil es selten irgendwo Wasser gibt. Und was ich da so für Ersparnisse mache, das erzähle ich euch nachher. Jetzt frühstücke ich erstmal. Jetzt habe ich schön gefrühstückt. Wollte ich euch übrigens mal zeigen. Veganer Bacon. Also ich esse ja im Moment sehr viel veganes Zeug. Ich bin kein Veganer und werde auch keiner. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere immer mehr Produkte aus, weil die Industrie da wirklich aufgerüstet hat und sich wirklich Gedanken gemacht hat, was ich gut finde. Und ich bin ja so ein Wurstesser immer gewesen und da gibt es mittlerweile super viele Ersatzprodukte, die wirklich gut schmecken. Zum Beispiel, ich zeige euch die mal. Also das kann man wirklich gut essen. Und davon esse ich mittlerweile immer mehr. Es gibt sogar Lachsersatz, den habe ich auch probiert, hat mir auch sehr gut geschmeckt. Und was ich einfach damit erreichen möchte, ist, dass ich weniger Fleisch halt esse. Und da muss ich sagen, das ist mir gelungen. Also mein Fleischkonsum, der hat sich drastisch reduziert. Wenn Michael nicht da ist, dann nutze ich die Zeit immer aus und ernähre mich fast, also zumindest vegetarisch. Also vegan nicht, aber vegetarisch. Und es bekommt mir gut und es schmeckt mir auch gut. Und vor allen Dingen geht es mir ja um das Tierwohl. Ja, das wollte ich mal kurz ansprechen. Ansonsten, ja, wie ich es geahnt hatte, Wasser gibt es hier nicht. Es gibt unweit von dem Stellplatz hier eine Touristeninformation. Da kann man wohl duschen gehen. Das gucke ich mir heute mal an. Und man kann dort sich vielleicht auch Wasser holen. Da muss man nur gucken, ob ich da mit dem Auto hinfahren kann und mich hinstellen kann. Und dann holt man sich mal 2-3 Kannen Wasser raus und gut ist. Aber hier auf dem Platz im Moment, wie es überall so ist, ist das Wasser überall abgestellt wegen dem Frost halt, ne? Ja, und ich spare halt auch so gut wie es geht Wasser ein.
Also ich spüle nicht alles ab. Ich mache zum Beispiel jetzt, wenn ich so kurz gebraten ist, mache mir heute früh Eier, dann wische ich das richtig gut mit Zebertücher aus und das reicht aus. Wenn die noch so ein bisschen, das ist eigentlich fast gar nichts mehr hier, das ist total sauber. Manchmal, wenn es noch so ein bisschen Fettfilm oben ist, ist es auch nicht schlimm. Mein Gott, dann das nächste Mal wird sie wieder warm gemacht und dann wird das Fett, verbindet sich das Fett wieder mit dem anderen. Also ist auch nicht so schlimm. Aber natürlich, wenn man Soßen macht etc., dann geht das natürlich nicht. Aber bei so kurzgebratenen mache ich das nur so. Und beim Abspülen halt ganz wenig Wasser. Ich lasse es nicht einfach laufen, sondern wirklich nur, dass ein ganz dünner Strahl ist. Und auch zwischen dem Händewaschen, also dem Einseifen und Abspülen von den Händen, mache ich es aus. Beim Zähneputzen mache ich es immer wieder zwischendurch aus. Und so versuche ich halt so viel, wie es geht, zu sparen. Und habe dann halt hier auch immer so 2 große Gallonen mit, die kann man dann auch mal nachkaufen und davon nehme ich dann halt eben für Tee, also das Wasser für den Tee und für den Hund zum Trinken. Und dann brauche ich nicht so viel aus dem Wasserhahn nehmen und spare damit nochmal. Ja, also das klappt ganz gut. Ich habe mir es auch ein bisschen mummelig gemacht. Ich habe jetzt mal die dicken, ich blende das mal unten im Foto ein, Sichtschutzscheiben eben davor gemacht, die auch Isolierung bieten und das zieht deutlich weniger hier rein. Also was da eine Kälte durch die Fenster reinkommt und die sind einwandfrei, sind zwar mit diesen Saugnöpfen, ich habe nicht die mit Magneten, sondern mit den Saugnöpfen, aber jetzt, wenn ich hier zum Beispiel stehe, wie heute, heute muss ich ja nicht fahren, lasse ich die einfach liegen. Habe auch nochmal eine dicke Decke vor das Fahrerhaus gehangen, damit es nicht so reinzieht und ich habe auch nochmal die Schiebetür, da habe ich 2 Haken nochmal angemacht, 2 Karonhaken. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Die sind super. Gibt es bei Amazon zu kaufen. Das sind, die sind so durchsichtig und dann habt ihr hier so diesen Haken dran. Die habe ich überall zu Hause auch. Also die habe ich auch wirklich überall zu Hause zu hängen. Und die haften sehr, sehr gut. Und die habe ich mir hier in der Küche noch einen ran gemacht. Auch da blende ich euch jetzt ein Foto ein. Und an die andere Seite der Tür. Und da hänge ich abends dann halt eine Fließdecke davor. Und dann zieht das nicht so rein. Und Türstopper, also diese Luftzugstopper habe ich ja sowieso. Diese Schlangen. Und die lege ich dann auch noch davor. Und auch beim Fahrerhaus, damit es deutlich nicht reinzieht. Da ist alles vollgestopft mit Kissen. Dass es dem Kleinen auch nicht reinzieht, weil er ja auch schon mit dem Rücken so Probleme hat. Und dann, ja, sind wir gut versorgt und haben es mummelig warm abends und richtig gemütlich. Ach, das war so schön gestern. Herrlich, gestern Abend. Füße hoch, Fernseher an. Allerdings ist ja das, was man momentan im Fernsehen sieht, so grausam und traurig wieder, dass es gar nicht schön war. Also irgendwie, was man so gesehen hat und furchtbar. Schlimm, das, was in der Türkei und in Syrien dort passiert ist. Also das sind ja Bilder, die kann man ja fast gar nicht ertragen. Überall auf der Welt momentan ist es irgendwie nicht schön. Ich habe heute früh so gedacht, ich stehe hier bei schönstem Sonnenschein an einem wunderschönen Ort. War heute ganz toll mit Deuten Gassi. Hier gibt es einen Weg an der Mole entlang. Da kommt man in so ein Feld. Und also es war traumhaft gewesen. Wir waren eine Stunde vor dem Frühstück schon laufen gewesen. Und uns geht so gut. Wir können immer noch froh sein, dass wir so in einer Region leben, wo wir so eine Naturkatastrophe nicht haben und uns so was erspart bleibt. Und man kann einfach immer nur wieder dankbar sein, dass es einem so gut geht und dass man in so einem Luxus leben darf. Das muss man einfach mal so sagen. Also ihr Lieben, in diesem Sinne werde ich mal den Tag jetzt genießen, das schöne Wetter genießen und wir sehen uns dann wieder. Thank you.
So, ich bin jetzt hier in der Touristeninformation und sehe da tatsächlich hier hinten gibt es Duschen, Waschmaschine und Trockner. Guck mal, ob das aufgeht. Nee, aufgehen tut es nicht, muss man wahrscheinlich reingehen. Aber hier ist offen. Ja, dann gehe ich mir noch morgen hier ein bisschen Wasser holen. Also sieht auch sehr ordentlich aus. Toilette und Dusche steht hier, ist geschlossen, muss man sich beim Hafenmeister melden. Aber die brauche ich ja nicht. Wasser. Ja. Wasser geht. Da hole ich mir hier morgen ein bisschen Wasser. Sieht ganz ordentlich aus. So, liebe Videofreunde, jetzt geht's weiter nach Mönckebude. Da war ich ja letztes Jahr schon und es hat mir so gut gefallen, deswegen würde ich da gerne noch mal hinfahren. Ueckermünde war sehr schön. Der Stellplatz war auch sehr schön gewesen, kann man wirklich empfehlen. Und ist eine gute Lage, sehr ruhig und trotzdem ganz stadtnah. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ja, aber jetzt geht's noch mal weiter, weil die nächsten zwei Tage haben sie noch mal schön gemeldet und dann soll es weiter nochmal so schön werden. Und dann weiß ich auch noch nicht, wie ich mich dann entscheide. Zwei Gründe. Einmal eben Wetterlage, je nachdem, ob ich dann in die Ferienwohnung fahre oder noch mal woanders hin. Und mein Rücken. Ist im Moment nicht gerade wirklich lustig. Also ohne Schmerzmittel geht gerade wieder gar nichts. Und dann ist es dann doch mal ganz gut, wenn ich im Bett schlafe. Weil ich habe zwar alles ausgereizt im Wohnmobil, was auszureizen geht. Also mit Matratze, beste Matratze, Frodi-System, alles und trotzdem. Trotzdem ist es dann im Bett nochmal was anderes. Das ist natürlich, wir haben da ganz andere Matratzen, haben da gute Matratzen in der Ferienwohnung und zu Hause natürlich erst recht. Na, da habe ich über 20 cm dicke Matratzen und das gibt natürlich das hier im Wohnmobil nicht her. Und ja, das merke ich jetzt. Also ich habe wieder so einen Schub und wenn das ist, dann ist es echt nicht lustig, muss ich euch sagen. Jetzt geht's erstmal nach Mönckebude. So, hier wollte ich euch nochmal den Platz zeigen. Also hier sind jede Menge Plätze für Wohnmobile, alle mit Strom. Und hier ist halt auch der Automat. Da ist allerdings nur möglich mit Münzzahlung. Also mit Münzen zu bezahlen, wollte ich sagen. Und hier ist auch nochmal Stromanschlüsse. Und hier ist dann die Fähr- und Entsorgestation. Ja. Hier gibt es einen Zahlencode. Und dann könnt ihr hier rein und könnt alles ver- und entsorgen, was ihr möchtet. So, und mein Beifahrer, der sitzt auf der Fahrerseite. Möchtest du jetzt fahren? Ha? Möchtest du jetzt fahren? So, jetzt geht's los.